Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Retro Schiffens, Rot-Edition. Spiel links, Retro Schiffens rechts. Eine Sache, die mir man vorher schon gezeigt hat. Ich habe tatsächlich nämlich jetzt geschaut, warum, wieso, weshalb. Und zwar, also unter anderem, Pummeluff legen wir ab. Dafür holen wir Miraplan. So. Kann Miraplan denn was? Und wenn ja, was? Mirapla kann absorbieren. Fantastisch. Darauf wollte ich hinaus. Und zwar ist es so, dass wir Mirapla gleich auch als erstes nehmen. Denn mir hat man gezeigt, oder gesagt, ist besser gesagt, was, oder besser gesagt, eigentlich gezeigt. Es ist gezeigt, es ist nicht gesagt. Ich habe es mir angeguckt. Was mir auf mich jetzt erwartet. Und zwar auf mich warten tut, ja, einiges. Ich hatte ja gesagt, dass wir 22 von 26 Dingen haben, ne? Das ist auch vollkommen richtig. Zwei Sachen haben wir noch nicht. Jetzt sagst du aber auch so von wegen, warte mal, 22 plus 2 sind immer noch nicht 26. Das ist richtig. Denn, ja, die eine Sache war hier nämlich. Dann müssen wir erstmal hier rum. Wusste ich auch nicht. Ehrlich gesagt, habe ich nie gewusst, dass das so ist. Hier tatsächlich, hier unten, wo wir das Nugget geholt haben, wo ich ja gesagt habe, oh, wir müssen da nochmal hin, gibt's noch was. Wusste ich nicht. Sorry. Ist wirklich so. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. Wusste ich mir angucken. Ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Ich wusste es nicht. So, weitere Geschichte. Und zwar ist das so, dass hier unten noch was ist. Ja, müssen wir mal gucken, wofür wir das verbrauchen werden wollen möchten. Dann haben wir jetzt eigentlich 24 von 26, ne? Ja. Und dann ist das auch richtig, weil dort, wo wir hin müssen, einerseits müssen wir den Trainer besiegen und andersrum kriegen wir eh noch was. Von dem, also von daher ist das schon alles hier korrekt. So, nämlich das erste ist das, dass wir hier das kriegen. So, und dann müssen wir ihn hier nur noch besiegen. Mehr ist es nicht. Also es, dann haben wir alles. Muss man wissen, darf man wissen, kann man wissen. Ich wusste es nicht. Wie gesagt, ich tue nicht so, als ob ich es wissen würde. Das habe ich dadurch aber erfahren, dass der erste Gegner Onix ist. Klares Geschichte, klare Geschichte. Raserei, okay, das ist natürlich nicht gut, aber wir haben Absober. So. Genau. Fällt in Raserei. Wird immer stärker. Okay. Nächstes ist Rihorn, genau dasselbe Ding. Auch da Absober. Auch da, Rihorn eigentlich, ja, für allen möglichen Kram gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist bloß das, gegen Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Ah, sieht schlecht aus für Rihorn, sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. Dementsprechend auch weg. Erreicht Level 26, klasse, 23. Als nächstes haben wir Kangama. Boah, vergiften wir mal, wenn es funktioniert. Fantastisch, genau das wollte ich haben. Es ist vergiftet, mehr wollte ich nicht. Und dann wechseln wir nämlich zu Brügger. Sehr schön. Spezialverteidigung steigt. Und ich weiß gar nicht, ob wir. Egal. Man kann überlegen, ob wir vielleicht nochmal so eine andere Attacke machen, aber die brauchen wir nicht. Durch das Gift ist das natürlich enorm schlecht für Kangama, dass er natürlich, klar, er ist hier in Rage, klar, es wird immer heftiger, aber sein Gift wird eben auch immer heftiger. Man sage immer gerne mal so Pokémon, die ganz schön viel aushalten können, so Tank-Pokémon, wenn man das so Fachjargon. Nein, darf man, okay, nein, darf man nicht. Ich hab euch, ja, Entschuldigung, manchmal gehen die Pferde durch, ihr wisst das ja. So. Gut. Dann soll er ihn jetzt eigentlich
Genau, nicht besiegen, aber durch Tagge besiegen wir Kangama. So einfach ist das, aber andersrum, wenn man es weiß, dann ist es einfach. Dann ist, ne? Ja, was Bescheid. So, haben wir Giovanni besiegt. Und Überraschung, Überraschung, Duflor, Entschuldigung, Mirapel entwickelt sich zu Duflor. So sieht's aus. Neues Pokémon. Und genau, er wird uns niemals verstehen. Und geht. Damit kriegen wir ein Achievement. Achievement unlocked. Wir haben alle Gegner hier besiegt. Wir können kein weiteres Item tragen. Okay. Oh, dann halt nicht. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wofür wir AP Plus denn hier erweitern wollen. Vielleicht für Biss. Ja, komm. Nehmen wir Biss. Dann haben wir jetzt wieder Platz, ne? So, und damit haben wir Ghostbuster! Das heißt, wir können ab sofort die Geister sehen. Und haben damit das auch erledigt. Wir gehen mal Rocket Rüpel, ne? Tschüssi! So. Da sind wir schon, ne? Das ist auch geil. Er sagt nicht mal ansatzweise so von wegen, mein Freund, da bist du schon! Er sagt dir gar nichts darüber. Er sagt, Pech gehabt, mein Freund. Selber schuld, wenn du nicht weißt, dass du hier bist. So. Dann haben wir jetzt mehrere Sachen zu tun. Als erstes wieder in Richtung Pokémon Center. Obwohl, nö. Eigentlich nicht. Wir können die Nuggets verkaufen. Mein Fehler. Als erstes nicht in Richtung Pokémon Center, sondern als erstes Nuggets verkaufen. Und dann können wir Steine holen, also als erstes Nuggets verkaufen. Wir haben 2 Stück. Nein, ich möchte beide verkaufen, bitte. Danke. Sonst... Ja. Dann den Blattstein holen. Blattstein, warum? Wegen Duflor. Deswegen müssen wir Blattstein holen. Bei Leafstone. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir schon einen haben. Ich glaube nämlich nicht. So. Leafstone und zwar auf Duflor. Ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, Mon, es gibt ein Retro-Achievement für, dass man die Pokémon-Liga gewinnt mit nur Pokémon, die es in dieser Edition gibt und nicht in der anderen. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Vielleicht irgendwann mal. Wie gesagt, dieses Let's Play oder besser gesagt, dieses Projekt der Retro-Achievements hier, das wäre, wie gesagt, dieses Projekt hier, also die rote Edition, nicht zu 100% spielen. Also das, wie gesagt, ist tatsächlich schon von Anfang an von mir gesagt worden, dass ich hier dieses nicht auf 100% so spiele. Ich möchte das möglichst weit schaffen. Ja, das möchte ich auch immer noch, aber 100% wird es nicht. So. Also, Giflo als erstes weglegen. So, dann haben wir natürlich die Geschichte mit Shellock. Mir ist es zu gefährlich, dass das zählt. Ich glaube, ich hätte letztes Mal auch schon gesagt, so, oh, das könnte gefährlich sein. Weiß ich nicht, ob das zählt, dies, das. Bummeluff nehmen wir mit. Und wenn wir noch mitnehmen, ist Kadabra. Auch wenn Kadabra Level 20. Er ist ein Psycho-Pokémon und das ist das Ding, was unser Ding hier ist. Wir versuchen hier jetzt mit Psycho-Pokémon das hier alles zu schaffen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber. HM. Genau, die wieder mitnehmen. Dann. Weil ich weiß, dass man Zerschneider braucht. Das ist das Problem. Ich weiß, dass man Zerschneider braucht. So. Dann. Natürlich, der Lift Key, den brauchen wir für gar nichts mehr. Auch so eine Geschichte für sich.
So. Den können wir zur Schneider beibringen. Ich weiß nicht. Wir hatten schon letztes Mal das Problem, das weiß ich noch. Da hieß es noch von wegen, es kann keiner zur Schneider erlernen. Es kann auch jetzt keiner zur Schneider erlernen, Immon. Das hat sich nicht in den letzten 5 Minuten geändert. Ah, gut, dann geht Rattan wieder in die Box. Ich weiß ja, dass Bibor das kann. Von daher müssen wir jetzt nur noch Bibor rausholen. Das, war hier oben irgendwo. Da. Überblättert, mein Fehler, schön. Gut. So. Also, Bibor mitnehmen. Bibor kämpft nicht. Bibor ist tatsächlich einfach nur da, um zerschneidern zu können. Ja, aber so ist es. 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 Gut, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch geht, wenn wir hier lang gehen noch. Weil ich merke gerade, dass wir tatsächlich in der nächsten Folge lieber die Arena machen sollten. Dann haben wir mehr genug Zeit. Mehr als genug Zeit. Geht. Sehr schön. Bibor, tu deines Amtes. Und versuchen wir hier einen Pokémon zu fangen. Nee, Habitak nicht. Auch wenn Habitak Level 20 ist und auch wenn ich hier Habitak hätte fangen können, eher anstatt an anderen. Flucht unmöglich. Auch wenn Habitak woanders dann sinnvoller gewesen, also das andere Pokémon Habitak ein bisschen später ziehen lassen sollte, ja, aber nein, auch Ratzfatz. Das wäre ja jetzt auch. Die wollen hier auch alle nicht. Wie voll ist es? Ja, Ratzfatz besiegt uns jetzt, ne? Jo, danke. Eigentlich wollte ich ein anderes. Habitak. Muss mir echt mal gucken, ob das tatsächlich überhaupt da gibt, das Pokémon. Nicht, dass ich jetzt da rumirre und sag, nö, ist es nicht. Was gibt's da? Es ist zwar selten, aber was gibt's da? Oh Gott. Gott. Vielleicht kommen wir da einfach auf ihn. Habitak. Weil die Vogel-Pokémon, klar, die könnten aber vielleicht ein bisschen Schiss haben vor den anderen. Ja, und der Immon irrt mal wieder, um Pokémon zu fangen. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber. So. Sonst fangen wir das woanders. Wenn es jetzt hier nicht kommt, dann fangen wir es später. Ich hier tatsächlich nochmal später hin, weil ich weiß zumindest, dass ich auf jeden Fall hier hin muss wegen der VM. Nee, Radikal ist auch schön. Oh, Level 23. Oh, sehr schön. Schön, schön. Versuchen wir mal tatsächlich zu besiegen. Ja, Critical Hit. Schade. Bringt Erfahrungspunkte. So. Jetzt? Nein. Gut, machen wir es anders mal. Machen wir es anders mal. Weil eigentlich bin ich hier relativ sicher, dass es das hier gibt. Dann machen wir ein andermal. So, denn wir müssen zu diesem Haus. Und von der Dame kriegen wir das. Fliegen. TM Fliegen. Oder besser gesagt, HM Fliegen. So, damit haben wir das auch. Ein weiteres Achievement. Ja, eigentlich wollte ich nämlich Dudu fangen hier. Vielleicht gibt es das auch hier gar nicht. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, Sonntag, morgen. Gerne in den Kommentaren schreiben.
Ach so, ich, gut, dann kann ich hier nicht Schaufler einsetzen. Schade. Ja, ich war schon ein bisschen am froh sein, so von wegen, oh, wir können Schaufler einsetzen, yay. Und ins Pokémon-Center gehen, yay. Nein, geht nicht. Gut, dann war's das. Ja. In der nächsten Folge machen wir die Arena. Ja. Bewege ich mich da noch hin? Besser gesagt, wir bewegen uns mal zusammen dahin. Nein, ich möchte nicht nochmal heilen. Auch wenn das eine schöne Idee ist, aber nein. Dann nehmen wir tatsächlich Tomato. Kalabra haben wir lediglich mit, damit wir für den Fall der Fälle noch eine Notfalllösung haben. Nochmal eine Notfalllösung. Ganz deutlich sprechen immer. Damit auch der Untertitel weiß, was du sprichst. Das ist auch immer schön, dass der Untertitel manchmal nicht weiß, was der Immon spricht. Und dann sich denkt so, ja, ich schreib mal irgendwas hin, was keinen Sinn ergibt. So, gar keinen. So. Ja. Er findet das schön, dass da nur Frauen sind und wir sind leider keine Frau und deswegen gehen wir im nächsten Teil erst da rein und versuchen die Frauen herauszufordern. Also bis dann und ciao.